Yeah, kita lagi ada di Sarajevo. Trebević. Ini hari pertama kita sampai di Sarajevo, Bosnia. Bobstaza. Ini Giovanna dari Bosnia. Jenny dari Jerman. Hey. Aku dari Indonesia. Ini trip kita ke Bosnia dan Montenegro. Erstes Ziel ist Sarajevo. Ich zeige euch die Stadt und ungefähr die Kosten. Ich mach Videos. Ich mach mal Video. Der Flug von Köln nach Sarajevo dauert ungefähr 2 Stunden. Bravo! 500 Jahre unter Osmanischem Das ist für, sind für Frauen. Ah, und das ist für Schöne Wiege! Ist das heiß. Geld wechseln könntet ihr direkt in die Stadt machen, weil der Wechselkurs ist ziemlich günstig. Endlich Zeit, Essen zu probieren, und das ist jetzt mein Lieblingsessen. Was ich sehr interessant finde, ist hier Leben für Religionen. Es gibt Moschee, orthodoxe Kirche, katholische Kirche und Synagoge in der gleichen Umgebung. Deswegen wird Sarajevo häufig als Jerusalem von Europa genannt. Wir haben so richtig lange Geschichte und kulturelle Diversität. Ähnlich wie in Indonesien.
Trigo. Und Toiletten waren halt aber auch manchmal. Ja, so, die Farbe, ne? Ganz viele Sitze. Alle so ist heiß hier. Was? Schmeckt sehr gut. With the wood also. Wood, yeah. It's a softer, but also you spend the time. You have preparing something, make something what you want to make something on the wood. Sarajevo liegt auf einer bergigen Landschaft, deswegen jetzt wollen wir auch zu dem Berg Trebević hochfahren. Das ist sehr empfehlenswert. Vielleicht gibt es für eine Gruppe die Frage. Moderner als ich. Wie kann ich das? Damals nicht, oder was? Ja. 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 Ja
Aber wenn du jetzt hier mit Speed draufkommst, dann musst du ja ganz schön um die Kurve laufen. Ja, ja. Da waren wahrscheinlich noch so. Ja, nee, die war ich auch was dran. Ja, ja. Die sind ja dann nicht. Ja. Jetzt fahren wir zurück zu den Innenstadt, wieder mit dem Seilbahn. Eigentlich konnte man auch wandern gehen, also muss nicht mit dem Seilbahn, aber auf jeden Fall die Landschaft ist sehr schön und es ist lohnt sich von oben zu sehen. Wir gehen jetzt zurück zu unserem Hostel. Wir haben gemietet für 6 Personen und die Kosten für die Übernachtungen in Bosnien ist sehr, sehr günstig. Hätte ich auch gar nicht gedacht und sehr, sehr sauber und sehr schön drin. Also ich bin richtig begeistert. Jetzt Zeit zum Abendessen. Hier isst man so viel Fleisch, aber wir essen jetzt gerade die beliebtesten Gerichte in Bosnien und zwar das ist Cevapi. Das ist überall zu finden und sehr, sehr gut. Hola. Aber sie kann die Messer haben, die Messer haben die nicht dabei. Stefana, wie heißt das? Cevapi. Tag ist fast vorbei. Morgen fahren wir weiter nach Mostar. Natürlich probieren wir auch Sarajevos Bier. Die Stadt Sarajevo ist wunderschön, aber wir dürfen nicht vergessen, was damals hier alles passierte.